Willkommen zu einem neuen Video auf diesem Kanal. SSD-Laufwerke sind aufgrund ihrer Bau- und Arbeitsweise deutlich schneller als normale, mechanische Laufwerke. Außerdem bieten sie einen enormen Vorteil bei der Zugriffszeit, verbrauchen weniger Strom und sind aufgrund der fehlenden mechanischen Teile deutlich schockresistenter und lautlos. Doch es gibt auch Nachteile, wie den, um den sich dieses Video dreht. Bei einer SSD ist es aufgrund der Bau- und Arbeitsweise so, dass wenn ihr Daten von einem solchen Gerät löscht, diese Daten für den Benutzer lediglich als gelöscht erscheinen. Falls kein Trim verwendet wird, muss vor dem Schreiben der neuen Daten zunächst die Speicherzelle geleert werden. Ein direktes Überschreiben funktioniert nicht. Dieser Vorgang benötigt zusätzlich Zeit und kann die Performance des Laufwerks unter Umständen einschränken. Genau hier kommt der Trim-Befehl ins Spiel. Mithilfe von Trim fordert man das Laufwerk auf, die Speicherzellen, welche Daten enthalten, die als gelöscht markiert sind, zu löschen. Die Ausführung von Trim wird deshalb meist in eine Aufgabe von Windows geplant und wird beispielsweise ausgeführt, wenn der Rechner sich im Leerlauf befindet. So kann im Hintergrund die SSD die entsprechenden Daten löschen und dann, bei einem erneuten Schreibvorgang, direkt in die leere Speicherzelle schreiben. So viel zur Funktionsweise von Trim. Ob Trim auf eurem System aktiv ist, könnt ihr prüfen, indem ihr eine Eingabeaufforderung mit Adminrechten öffnet und hier Folgendes eingibt. Ist Trim aktiviert, sieht die Ausgabe so aus. Trim sollte standardmäßig aktiviert sein. Falls nicht, mit dem folgenden Befehl könnt ihr es aktivieren. Damit hätten wir Trim aktiviert. Zum Deaktivieren von Trim müsst ihr Folgendes eingeben. Die Ausführung bzw. die Konfiguration hierzu findet aber an einer anderen Stelle statt. Wir klicken auf Start und geben Laufwerke defragmentieren und optimieren ein. In diesem Fenster werden alle Laufwerke angezeigt, die in eurem PC verbaut sind. Neben SSDs auch normale Festplatten. Hier könnt ihr jetzt die SSD, an die ihr den Trim-Befehl senden möchtet, auswählen und dann auf Optimieren klicken. In der Spalte Aktueller Status seht ihr, wann die letzte Optimierung durchgeführt wurde. Da vermutlich niemand Lust hat, diese Optimierung immer per Hand vorzunehmen, ist der Standard der, dass hier eine automatische Ausführung dieser Optimierung eingerichtet ist. Prüfen und konfigurieren können wir das, indem wir auf Einstellungen ändern klicken. Hier sollte ein Häkchen bei Ausführung nach Zeitplan gesetzt sein. Unter Häufigkeit können wir festlegen, wie oft die Laufwerke optimiert werden sollen. Eine wöchentliche Optimierung reicht in der Regel aus. Schreibt ihr sehr viele Daten, dann kann es Sinn machen, die Optimierung täglich ausführen zu lassen. Wenn ihr den PC sehr wenig benutzt und entsprechend wenig Daten auf die SSD schreibt, dann reicht es, die Optimierung monatlich durchzuführen. Über die Schaltfläche Auswählen wählen wir aus, welche Laufwerke in die automatische Optimierung mit einbezogen werden sollen. Die Option Neue Laufwerke automatisch optimieren fügt neue Laufwerke automatisch hinzu, sodass diese ebenfalls automatisch optimiert werden. Zu guter Letzt noch eine Sache zum Trim-Befehl. Auch wenn dieser wirklich praktisch und für die meisten Benutzer auch sinnvoll ist, so kann es unter Umständen auch von Vorteil sein, wenn man diesen nicht verwendet. Klar, die Performance leidet ein wenig darunter, aber für den Fall, dass ihr einmal gelöschte Dateien wiederherstellen müsst, kann es vorteilhaft sein, wenn Trim nicht aktiv ist. Da dies aber vermutlich selten bis gar nicht vorkommt, würde ich auf jeden Fall die automatische Ausführung des Trim-Befehls bevorzugen. Wie ihr den Trim-Befehl für einzelne Laufwerke einstellen und auch vollständig deaktivieren könnt, wisst ihr ja nun. Lasst mir gerne mal einen Kommentar da, ob bei euch Trim fertig und korrekt eingerichtet war oder ob ihr vielleicht lieber auf die Verwendung verzichtet und die Funktion deshalb deaktiviert habt. In diesem Sinne, vielen Dank fürs Zuschauen, bis zum nächsten Mal.